Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Tobi und ich befinde mich auf einer weiteren Wanderung. Heute geht es nach Adlepsen. Dort will ich mir den Basaltsteinbruch anschauen. Anschließend ist der Plan noch beim Grevenburger See vorbei. Den kann man zwar nicht betreten, aber man hat wohl von oben einen guten Aussichtspunkt. Will ich mir mal angucken. Damit hätten wir dann alle Vulkanberge in der näheren Umgebung auch schon vollständig. Und dann folgen weitere Ziele, wie zum Beispiel die Pässe und noch andere. Aber jetzt könnt ihr mich erstmal begleiten. Ich bin gerade im Waldstück vor Lödingsen. Und von Lödingsen geht es 3 Kilometer steil bergauf. Bei ca. Kilometer 20 bin ich dann am Ziel, also bei meinem größten Ziel heute. Von dort geht es dann durch Adlepsen durch, Richtung Grevenburger See. Und von dort dann weiter zurück nach Hause. Vielleicht muss ich auch noch einkaufen, muss ich mal schauen, ob ich nachher noch Lust dazu habe. Aber werden wir dann sehen. Also bis später. Lödingsen gerade verlassen. Dort ist Adlepsen. Hier ist Lödingsen. Verlasse ich gerade wieder. Schon im Anstieg gerade, wie man sieht. Und dahinter befindet sich der Steinbruch, also quasi oben. Und dann geht diese Riesenkuhle da rein. Gerade erstmal knapp 150 Meter abgestiegen und das Ganze plus 70 nochmal jetzt hoch auf ca. 430 und dann sehen wir uns gleich, wenn ich oben bin. So, herzlich willkommen am Basaltsteinbruch in Adlepsen. Ja, dass das so geil aussieht, hätte ich natürlich nicht gedacht. Offiziell sind wir noch nicht zu nah dran, aber wenigstens gucken will ich ja mal. So, von ganz da hinten komme ich. Ja, man kann es nicht mehr sehen, so weit ist schon weg. Naja, es wird auch langsam etwas windiger. Ich hoffe aber, es ist okay. So, jetzt noch gleich ein paar Fotos und dann geht es auch auf den Rückweg. Beziehungsweise erstmal zur Ruine, dann auf den Rückweg.
nach 22,6 Kilometern gibt es auch endlich mal ein Päuschen. Ich habe es, seitdem ich oben am Basaltsteinbruch gewesen bin, nach einer Bank gesucht. Hat 5 Kilometer gedauert, yay! Aber was werden wir machen? So, jetzt gibt es hier erstmal schön Käffchen. Da unterhalb in die Richtung ist schon Adelepsen. Ja, denk mal so. Halbe Stündchen werde ich bestimmt machen, ein bisschen entspannen. Und dann geht's erstmal zur Ruine, neben Adelepsen. Und dann weiter zum Grevenburger See. Kirchruine Rheinshagen. Die Seite. Einmal die. So, und auf der Terrorbundesstraße muss ich gleich wieder zurück. Da ist noch der andere Turm. Und wir hören uns, wenn ich auf dem Weg bin. Ich hätte mir den See ja gerne angeguckt, aber man kommt hier nicht durch. Kommt man nur, wenn man einen Termin macht. Anscheinend, naja, was soll's. Gehen wir eben jetzt mal einen kleinen Trail lang. Gucken, ob ich da was sehen kann. Und wenn nicht, geht's eben weiter zurück. Mittlerweile 47 Kilometer. Latsche jetzt noch einmal runter zum Kaufpark. Und von dort aus geht es dann zurück nach Hause. Nochmal einen kleinen Rundweg quasi, um auch die 50 voll zu machen. Mittlerweile merke ich auch die Beine. Ich habe auch doch sehr viel geschwitzt, muss ich sagen, jetzt zum Schluss. Freue mich auf jeden Fall auf die Dusche. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also macht's gut, nehmt eure Beine in die Hand und einen schönen Tag.